Hey und herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin Enhanced Edition. Mein Name ist Kumpel, das ist die Luzi und wir müssen jetzt aus Halberheim, wie auch immer, wieder raus. Richtig? Ja. Ja, müssen jetzt mal gucken hier, was wir hier noch nicht aufgedeckt haben. Da wachsen Pilze. Mein Versuch, die Pilze zu bekommen, war natürlich von vornherein. Aber hier warst du schon, gell? Ja. So ein Stückchen weit. Da hatte ich schon mal abgekrabbelt. Hast du den Teiltrank nehmen können? Ja. Ich nicht. Der war bei dir verbuggt, gell? Ja. Ich habe einen Tanz drauf ausgeführt. Hier ist noch eine leere Truhe. Hier liegen noch die Ruhe. Ja, hier waren wir ja. Noch diese Fallen. Dieser Fallen. Ja, da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Sollen wir? Ja. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Wo war denn der? Hier. Wo? Wo bist du? Ach, da unten. Ich stehe, ja. Hab dich entdeckt. Was hast du denn jetzt angestellt? Gar nichts. Ich hatte hier schon mal diesen Wächter versucht, in die Luft zu sprengen, diesen galvanisierten. Aber das war ein Satz mit X. Galvanisiert ist der. Kann ich den mit Elektrizität? Hab ich das noch was? Weil da geht's jetzt auf jeden Fall weiter. Geh mal hinter dem Wächter raus, bitte. Nach rechts. Ich schieße jetzt einen Elektropfeil auf den Wächter. Ich möchte ungern euch mit betäuben. Unverwundbar. Okay, das hat sich damit erledigt. Ja. Also der Wächter geht schon mal nicht kaputt. So, das kommt von wo eigentlich dieses... Wo kommt denn dieses Eis her, was da die ganze Zeit runterfliegt? Ein Durchkommen ist da einfach nicht, ne? Irgendwie nicht. Das kommt irgendwo außerhalb des Monitors. Da ist ein Klick. Hier, ich bin draufgetreten. Wie hast du den jetzt gefunden? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach, da stand der Klick. Okay. Schick mal den Wolkgraf vor. Der ist zwar nicht so stark gepanzert, aber er sieht mehr. Kann der die hier entschärfen? Nee, er kann gar nichts entschärfen. Kannst du aber was entschärfen? Aber wir sehen die. Wir sehen die ja. Kannst du was entschärfen? Nein. Dann geh du mal zu der Truhe da oben. Ganz vorsichtig, ja. Nicht so schnell, bitte. Die Pilze noch mitnehmen. Oh! Shit. Lauf mit dem Kumpel hinterher. Ich hab's ja geschafft, alles zu betäuben. Okay. Und alle sind ölverschmiert. Mhm. Oh, da hinter mir ist noch einer. Aua. Zwei sind hinter dir. Ja. Ich brauche Madora auf alle Fälle. Meine Rüstung ist kaputt. Du kannst mit dem Dings hinterherlaufen. Mit dem Kumpel. Ja. Ich werde jetzt erstmal... Ne, Madora, halt dich mal auch da, wo du bist. Bleib mal wo du bist. Mach einfach gar nichts. Ich versuche mich raus zu teleportieren. Ich hoffe, das kann ich noch. Wieso willst du denn... Ich möchte erstmal hinter dich. Ach so. Jetzt bin ich dran. Ja, deshalb... wenn du irgendwas von der Ferne machen kannst, mach das. Aber ich versuche mich da raus zu teleportieren. Vorsicht, da ist eine E-Wolke. Gut, die E-Wolke ist auf alle Fälle weg. So, ich pehle mich da jetzt erstmal raus. Mach das. Weil ich habe keine Lust, schon wieder zu beleben. Ja, ich hätte so. Ja nicht gedacht, dass da so ein Angriff kommt. So, jetzt muss ich erstmal den Kumpel mir abholen überhaupt. Ja. Und dann kann ich versuchen, mich mit der Pyramide zu dir zu teleportieren. Ich bin auf Eis ausgerutscht. Wie ausgerutscht? Kumpel ist ausgerutscht. Wieso? Weil er auf Eis ausgerutscht ist. Ah, jetzt kannst du weiterlaufen. So, und jetzt kann ich mich zu dir teleportieren, oder? Bleib mal stehen. Warte kurz. Ach, der Kumpel ist jetzt im Kampf, okay. Ja, dann warte kurz, bitte. Dann tue ich jetzt Wolkgraf. Ja, dann teleportiert. Aber dann kommen wir nicht wieder raus. Jetzt kommen wir nicht wieder raus. Nee, müssen wir auch nicht. Wir müssen ja rechts weiter. Boah. Na gut, wenn du so sagst.
Achtung, der jetzt explodiert du jetzt, natürlich ja. Die volle dann Packung. Wenn die selber explodieren, kriegen wir nämlich keine EP. Ja, mag sein. Wer lebt denn da jetzt noch? Zwei. Wo? Ich sehe sie nicht. Doch, sie putzeln da beim Baumgebüsch. Ach da, da kann ich aber nicht hinschießen, dummerweise. Jetzt geht's. Immun gegen brennend. Na, Glückwunsch. Kann nichts essen, kann nichts machen. Tja. Bisschen schwierig. Schön. Gut. So, jetzt ist noch der eine da, ne? Meckernagerbetter. Das ist wichtig. Ja, der hängt da irgendwie hinter der Wurzel. Ja, deswegen kann ich nämlich nicht dran. Aber da muss noch irgendwo einer sein. Was macht er denn? Wo ist er denn? Hinterm Busch. Da ist einer. Wo ist der andere? Der ist. Achso, das ist falsch, möglicherweise. Der ist jetzt eingefroren. Ich. Was hast denn du geschafft? Ich bin auf der Dings irgendwie hängen geblieben. Ich bin jetzt aber nicht dran. Ich weiß, bei mir ist wieder oben die Anzeige kaputt. Ich weiß nicht, wer dran ist. Der Wolfgraf. Okay. Schön. Der Wolfgraf ist fast tot. Ich werde ihm jetzt erstmal hier gerade auf die Schnelle einen kleinen Heiltrank gönnen. Und durch Kumpel eine größere Heilung. Vorsicht, hier ist noch alles voller Fallen. So. 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 Dann haben wir hier. Wolfgraf kann in der Zwischenzeit nochmal die kleine Medikit nehmen. Dann ist Kumpel gleich auch wieder soweit. Das habe ich schon alles, hat Wolfgraf alles einstecken. Ich habe nur die Pilze mitgenommen. So, ich guck mal kurz nach meiner Rüstung bei Wolfgraf. Die ist nämlich total kaputt. Ach, der Helm ist das. Wird von Kumpel repariert. Das hier wird auch von Kumpel repariert. Das hier wird auch von Kumpel repariert. Was hat denn der eingesammelt auf die Schnelle? Ach, Leute, so Zeug. Ich habe ja einen Zauberstab, aber ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich gebe ihn mal an dich, weil Zauberstäbe benutzt nur du. Ach, ich habe nur eine heilige Handgranate bekommen. Wer will die denn haben? Eine Lederkappe. Also eigentlich war da nur Schrott in der Kiste, das kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wie gut der Pfeil war da, den ich hier gerade gegeben habe, aber wahrscheinlich auch eher nicht so gut. So, jetzt nochmal Wolfgraf heilen. Dann hängen wir den mal wieder bei uns dran. Wolfgraf nimmt noch ein Medikit. Ach, der war schon soweit, scheiße. Gut, jetzt haben wir den soweit. Ich noch hier diese heilige Handgranate. Mein Inventar sieht aus wie Klump. Die habe ich aber auch zwei Stück jetzt, okay. Gut zu wissen. Ah, ich habe ja auch noch richtige Abendessen. Warum habe ich denn die nicht hier? Da sind sie doch. Ist ja krass. Gut. So, Wolfgraf geht vor. Sicher, sicher. Ich fände es sehr ungeil, wenn Kumpel jetzt auf eine Granate latscht. Ja, das es gibt hat Feinde in der Nähe, sagt Wolfgraf. Dann bleib kurz stehen, weil die Madora ist kurz eingefroren. Ja, ist okay. Da hinten ist eine Kiste, die wir, wo wir den Weg freispringen können. Hier sieht's eisig aus. Boah, da hinten wird Schnee, kommt voll Schneesturm. Krass. Okay, jetzt kann ich wieder. So. So. Wolfgraf hat extra weite Sicht auch. Noch 3 Sekunden.
Da oben ist dieses Ding. Ich habe mal eine Idee. Geh da nicht hin, bitte. Sondern geh mal zur Seite. Ah, oh, das geht leider nicht von hier. Wo könnte es gehen? Weiß ich nicht. Nur schwerlich, ne? Schwerlich bis gar nicht. Okay, dann räumen wir lieber frei. Ach, da ist so ein Schrott drin. Toll. Oh! Fuck! Was war das? Eine Falle. Das war eine Falle. Kannst du bitte rausgehen? Kannst du bitte aus dem Feuer gehen? Ich wollte eigentlich laden. Ich bin tot. Nee, es nützt dir doch nichts wegen Speicherstand. Ach so. Willst du wiederbelebt werden, ja? Ja, du stirbst. Wenn du jetzt stirbst, ist eh vorbei. Ach so. Du stirbst gerade. Ja. Genau. Ich bin beim Essen gestorben. Ja. Weil du zu lange überlegt hast. Ja. Die Zeit lief ja ab. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Wo bin ich? Ja, wir sind nämlich jetzt vor der Falle gelandet. Ach ja. Schön. Weißt du, was ich dann mache? Ich leg die Kiste jetzt auf den Klick. Ja, mach das. Dann haben wir nämlich doch nochmal den Rückweg. Genau. Ja, hat geklappt. Supi. Lass aber trotzdem Wolkraft vorgehen, wegen... Ja, die Madora sieht die auch. Ja. Aber Wolkraft sieht... besser. Ich tue mal gerade abkoppeln. Dass Kumpel sich hier drüben hinstellt. So. Oh, ist der jetzt da draufgelatscht, der Depp? Ja. Da weiß man, wie es mir so geht's mir ja auch immer. Dieser Schwachmat. So, jetzt geh bitte da zu deinen Pilzen, stell dich da hin und werd zufrieden. Hier kannst du auch einsammeln, du Depp. So, Freund Wolkraft, du gehst jetzt zur Ruhe. Und diesmal... Jetzt sind die da in der Ecke betäubt. Ups. Hat jemand von den Schaden? Du. Ah, okay. Und Wolgraf. Thiel ist blockiert. Warum das denn? Hallo? So. Gut. Richter fährt da runter. Kannst du da hinten die noch irgendwie betäuben? Okay. Entschuldige, ich war... betäubt. Ja. Der war klar. Jetzt rennt er wieder weg. So, Wolkraf ist irgendwie nicht am Zug, wie mir scheint. Er ist betäubt. Wer ist denn dran? Ich. Also eine Wasserbombe. Öl verschmiert. Gut. Wächter fährt da runter. Was ist das für eine Klappe, die da hochgegangen ist? Steht ein Gemälde? Warum steht da ein Gemälde? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht dahingestellt. Ich kann in dem Gemälde nicht da hingehen, wo ich hingehen würde. Ich weiß nicht, wo das Gemälde herkommt.
Beide, sehr geil. Jupp. So. Ja, komm. Ich bin fast wieder tot. Ich habe mich gerade geheilt und bin schon wieder fast tot. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich tu mal Abendessen nehmen. Und vielleicht noch ein Käse in der. Noch ein Käse in der. Okay, jetzt habe ich 6 Käse im Bauch. Jetzt müsste ich eigentlich rumrollen. Schatzi, schau mal, da hinten ist noch eine Truhe rechts. Hinter dem Baum rechts. Guck mal. Waren wir da nicht schon? Das weiß ich. Doch, sie ist leer. Hast recht. Alles gut. Deine Rüstung ist kaputt, Wolgraf. Ja, ja, ich weiß. Die hat eben Kumpel repariert im anderen Safe. Jetzt tue ich aber erstmal F5 drücken. Und dann I. Und dann reparieren. Und... Nein, nicht ablegen. Ach, das sind die genietete Lederbrigandine. Ach, hier habe ich noch was an Luzi wiederzugeben. Anlegen. Reparieren. Da kann man Sachen kombinieren. Also Wolkraft ist jetzt durchrepariert. Mhm. Oh, alter Menschenschädel. Oh weh, der arme Kerl. Gut, dass ihr ihn nicht kanntet. Ein alter Eisenschild. Widerstand, das ist auch schade. Ein Kugel geben. Ein Kugel geben, ist ja also schrottet. Ist ja nur Müll, den er mit sich rumschleppt. Achso, die leere Parfümflasche. Wolkraft trägt unbekannterweise 700 Gold mit sich herum. Mhm. Was eine freudige Entdeckung ist, weil damit habe ich 3377 Gold auf der Tasche. Okay. Ich repariere hier gerade nochmal weiter, weil ich habe auch ganz schön geschädelte Sachen. Ja. Willst du irgendwas repariert bekommen? Ich? Ja. Wenn wir schon dabei sind. Ich gebe dir tatsächlich mal meinen Helm. Was ist das für ein Helm? Ich konnte das selber reparieren. Entschuldigung. Das ist gut. Wahrscheinlich ging es über mich, weil ich in der Nähe stehe oder so. So, jetzt kann man hier nochmal, hier brennt nichts mehr. Jetzt kann man in Ruhe nochmal rumgucken. Hier ist aber nichts mehr. Der Wolkraf latscht ja nicht da auf die Pfeilen, oder? Nee, der geht außen rum. Oder? Gut, da muss man die... Steuere ich mal die Idioten an den Fallen vorbei. So. So, der Wolkraf... Hier waren wir das letzte Mal hängen geblieben. Das ist nämlich der richtige Weg. Da oben ist die Falle, die uns zurückwarf. Jetzt mache ich doch den Plan, den ich ursprünglich hatte mit Wolkraf. Das könnte nicht klappen. Okay. Ich bin auch am Überlegen. Ah, warte mal, was hat denn der Kumpel da noch? Das ist das. Habe ich da nicht noch was gehabt? Nee, die Granate habe ich doch nicht mehr. Von der ich dachte, ich sie noch hätte. Ja, dann gibt noch Feuer. Klick, klick, klick. Genau, so geht's. So. Das Problem ist nur, ja, da hinten ist überhaupt nichts da oben. Außer eine Klickplatte vielleicht. Da habe ich aber nichts zum Aufheben. Da ist noch eine Holzkiste übrig. Ja, die brauchst du dann auch dafür. Ich versuche mal hier unterdessen das Feuer abzulöschen. Bei den Göttern, Kameradenschwein, passt auf, wohin ihr mit dem Ding zielt! Entschuldigung, Madora, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe aktuell. Das hat nichts genützt. Nein, ich habe nichts besser gemacht, ich gebe es zu.
Naja, ein bisschen eingefroren habe ich sie. Aber da taut's schon. Das Feuer geht gleich aus. Ja. Ich kann schon hier vorne an diese tolle Blechdose dran. Runter vom Tisch. Halt dann runter vom Tisch. Auf. Runter vom Tisch. Runter vom Tisch. Auf. So ist gut. Entschuldigung. Ich musste gerade mal den Kater vom Tisch scheuchen. Naja, scheuchen. Ich konnte nicht ganz so scheuchen, wie ich sonst gescheucht hätte. Das ist, wenn man plötzlich zwei Babykater hier rumlaufen hat. Wie kriegen wir das Feuer hier wieder aus? Das kann doch nicht ewig brennen. Hast du Wasser irgendwo? Irgendwas Wasseriges? Nee, ich gebe dir jetzt erstmal noch eine Kiste, damit du die da oben hinlegen kannst. Da mal nur Öl. Ich habe überhaupt nichts mehr mit Wasser irgendwie. Wasserelemente. Alles weg. Gar nichts. Nee. Ich habe nur noch hier noch ein Wasser. Elemente. Ist weg, ist weg. Du kannst oben aufs Klick gehen. Ah, okay. Wo ist das Klick? Hier oben ist ein Klick. Oh, ich hab Energiewolkenpfeilspitze. Hier. Da ist nämlich der Weg gerade frei geworden okay. Dahin. Okay. Ich hab noch eine Kiste dabei. Ja, die habe ich dir gerade gegeben, die Kiste. Ich hab auch noch eine Kiste dabei. Hm? So. Wo ist der Klick? Da oben der Stein. Können Sie mir nochmal zeigen? Hier der. Der Stein. Da, okay. Nicht genügend Platz. Die Kiste ist aus dem Inventar verschwunden. Weil jemand drüber lief. Ich hab's verstanden. Wo ist hin soll? Genau. So, Klick. Dann können wir nämlich da durch. Hier so merkwürdiges. Ach, das ist nur Lichtbugs. So, unsere Folge ist eigentlich auch zu Ende. Okay, dann bleiben wir mal hier gerade hier stehen, bitte. Gut. Stimmt, das recht. Alles zu Ende. Ja. So, warte mal. Ich mache noch einen neuen Save und sage unterdessen danke fürs dabei gewesen sein. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.